Was geht ab, Leute? Der Flut ist mal wieder am Start mit einem neuen Video. Und Freunde, ihr habt es im Titel gelesen, beziehungsweise ich hoffe natürlich, ihr habt es nicht im Titel gelesen. 50 Euro Ironside Teil 2. Was soll man dazu sagen? Ist es nicht der schönste Skin, der jemals im Spiel geaddet wurde? Er ist einfach zu schön. OG-Skin, viel günstiger als damals. Klar, 50 Euro ist jetzt nicht wirklich günstig, aber damals war er halt in Crates und ja, ich denke, so unter 50 hat ihn gefühlt niemand gezogen. Wäre natürlich schon lecker, wenn wir jetzt nicht hier so hochgehen müssten. Ich war ein bisschen am Überlegen, ob ich den jetzt wirklich hole oder nicht. Zum anderen haben wir hier auch eine ICR mit so einem, ich nenne es jetzt mal pinken Dark Matter Design, finde ich auch sehr, sehr, sehr fresh. Aber natürlich, Alter, M16. Ja, es ist einfach zu sick. Das Ironside ist so geil, es ist nicht wirklich gut zum Spielen, aber es sieht halt so krank aus und das ist halt wirklich, so muss ein Epic Skin aussehen. Nicht anders, sondern genau so. Geht niemals auf das Item drauf, das was ihr haben wollt. Das Game checkt es nämlich, das verarscht euch, Alter. Was will ich unbedingt haben? Ich will das Herz haben und ja, ich hoffe, die 800 CP reichen, ansonsten müssen wir halt ein bisschen hochgehen, aber ich will den Skin haben einfach. Komm, 80 und... Oh, den Baseball-Bat kann man machen. Komm, wir machen hier direkt sowas. Zack, Alter, sieht lecker aus, kann ich mich nicht beschweren. Werde ich auf jeden Fall spielen als Secondary. Ich glaube, ich habe noch nicht mal einen wirklichen Basic-Skin. Jetzt kommen 6%, komm, COD, Alter. Komm, gönn einfach, gönn, Digga. Und jetzt der letzte Draw, danach müssen wir wieder aufladen. Ich guck nicht hin, okay, ich guck nicht hin. Ja, ich hab's am Sound gehört, dass es die Stolperfalle ist, ne? Och, die Visitenkarte. Och, Mann, Alter. Och, Digga, wieder 50 Euro. So, Leute, wir sind zurück mit ein paar mehr CPs, was ich euch auch hier zeigen muss, ne? Die Outlaw recht früh gezogen. Ich glaube beim zweiten Draw. Ich wollte eigentlich die Deagle haben. Ich bin einfach zu lucky, ne? Aber das Ding ist, die finde ich gar nicht so geil. Und ja, egal, Leute, dann haben wir ein stabiles Video. Kann man sich nicht beschweren eigentlich. Komm, jetzt! No! Oh, ah, ah, aua, aua, aua. Oh, Mann, Digga, und jetzt die Stolperfalle. Oh, das Game. Komm, komm, bitte, bitte, bitte. No! Ah, oh, ah, oh, oh. Oh Gott, 1300, Alter. Oh, und jetzt die ICR. Fuck, Mann. Fuck, fuck, fuck. Oh, Nee, einfach big, big, no, no. Nee, ich hau jetzt sicherlich nicht nochmal 30 Euro für einen Epic Skin. Ganz ehrlich, nee. Und vor allem jetzt sind es 30%. 70% liegen immer noch bei der Battery. Und wenn ich den Skin kriege, diesen Kack-Skin, der wo mittlerweile heutzutage einfach blaue Rarität wäre, ich wäre komplett toxic. Neues Meme, Alter, nur noch bei ICR-Skins richtig viel ausgeben. Da lohnt sich's auch. Es ist halt einfach pink Dark Matter und das finde ich... Boah, nee, also for real, es sieht... Und auch der Basie. Klingt jetzt richtig behindert, ist es auch, aber 30 Euro finde ich ist dafür eigentlich... Überhaupt nicht legitim, keineswegs. Aber ja, für CODM-Preise immer noch verkraftbar, ich meine. Also sieht jetzt wirklich alles andere als hässlich aus. Der hat auch den Rucksack, Alter, der hat sich auch das Packlack rausgelassen. Der dachte sich auch so, komm, jetzt kurz die M16 ziehen. Oh, Junge, OP as fuck, Alter. Ja, im Killfeed sieht auch wenigstens clean aus. Ich weiß nicht warum, aber die atomare Atomkern oder wie die auch immer heißt, diese M16, die halt jeder spielt. Boah, yo, M16 ist ja immer noch... M16, oh Gott, Alter, ich bin schon richtig verklatscht. Seht ihr es, wie gern ich die gehabt hätte. Und Backstep. Komm her, Kind. Komm her, Alter. Oh, Freundchen, lass mich in Frieden. Hä? Hä? Hallo, hallo? Äh, 30er Ping, ne? Mhm. Wahrscheinlich, Digga. Mhm, wahrscheinlich 30. Oh, Junge, ich muss mal hier ins Dunkle gehen, irgendwie, wo man den Skin ein bisschen besser sieht. Oh. Yo, Bro. Lass mich mit meiner ICR ein bisschen chillen. Also wirklich, klar, ICR ist jetzt nicht diese Waffe. Wobei, ich finde die echt geil, weil die halt für so Noobs wie mich echt sehr lecker ist. Ich hoffe auch, die wird nicht weiter genervt. M16 soll gebufft werden, Alter. Digga, M16 Meta und ich habe nicht den Skin. Da würde ich mich schon echt ärgern, wenn es da mal so weit ist, dass M16 einfach die Meta sein wird. Zankschlagen, Alter.
Nein, 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 nein. Och, Digga, wie kann man sich so hart dann abcampen, Mann? Das ist jetzt halt die Frage. Schreibt mal rein, Leute. Was sagt ihr? Findet ihr es geiler, wenn die ein ausgefallenes Charaktermodell haben? Wie jetzt eben die M16 oder wenn die animiert sind. Also beides ist natürlich einfach Armageddon, aber das ist dann eher so ein Legendary-Waffending, dass die beides haben, also animiert und ein Charaktermodell. Nee, Digga, das Auto ist so eklig. Klasse habe ich ein bisschen geändert im Gegensatz zum letzten Video. Ich habe jetzt eigentlich nur den Meisterschützenlauf drauf gemacht und den Dings runter. Strike vorgehört. Der Cluster Strike ist so laut, Alter. Junge, meine Ohren, es tut richtig weh. Genau da, wo ich rauskomme, Junge. Oh, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. So. Ja, Digga, beiseite mit euch. Oh, Junge. Triple Cap. Comeback. Comeback mit ICR. Oh Gott, fuck, zwei, two lanes, two lanes. Hilfe. Boah, Alter, die ICR ist so krass, Mann. Es ist so eine krasse Waffe. Ey, Junge, das ist Herrschaft. Wieso spawnen die so ultra random? Da, was denkt der, Alter? Was denkt der, dass ich einfach B wegschnappen kann, Junge, wenn ich hier mit meiner ICR das halt? Boah, sieht schon echt sick aus. Den Rucksack würde ich niemals ausrüsten. Ich verstehe nicht, wie man sich so ein fettes, leuchtendes Teil einfach auf den Rücken klatschen kann. Oh, Shake, Alter. Ehrenmann, Shake. Komm, da gehen wir einfach mal rein. Oh, gegen Shake. Leute, Leute, auf jeden Fall hier Dingsbums, wie nennt man das? Beschreibung abchecken und Shake bisschen gönnen. Oh Gott, Junge, ich vergesse gerade, dass das deutsche Tryhards sind. Oh, wisst es? Geh weg, Alter, geh weg. Hallo, hallo, in Public werde tot gewesen. Verstehe ich nicht. Och, Junge. Oh, Shake, Junge. Oh, Mann, Digga. Man muss auch sagen, ICR ist halt die Headglitcher-Waffe. Es gibt wirklich keine Waffe, die so annähernd so stark im Headglitch ist wie die ICR. Die ist einfach so teuflisch. Guck mal, ich bin einfach. Oh, ich weiß nicht, ob man das hier darf. Oh Gott, ich bin so ehrenlos. Nein, Ghost hat schon wieder. Schon wieder, Junge, wie es halt rumspammt. Und da seht ihr gerade die ICR, die nicht im Killfeed angezeigt wird. Oh, Junge, was ein geiles Aim. Ich war direkt richtig krass auf dem drauf. Mega Kappa. Ja, Bro, Digga, wie so drei Deutsche einfach dich im Headclip so abhängen. Boah, gerade hier im Dunkeln. Freunde. Sick, sick. Wenn man natürlich lucky ist, ich habe so viele gesehen, ne? Die haben hier zweiter Draw M16, im vierten Draw die ICR und dann komme halt ich so um die Ecke. Bisschen traurig, aber ja. Oh, Junge, Junge, mein Aim, ich werde immer besser, Kapi. Bald competitive. Ja, geil, Alter. Oh, Junge, Junge. Sehr lecker. Oh, Triple Feed. Also, wenn der hier jetzt durchpusht, dann ist der echt. Junge, der hat voll Angst jetzt, der Arme. Aber auch zu Recht. Es ist halt so, oh Mann, das ist so clean. Das ist einfach so clean, mit der Waffe zu spielen. Oh, nee, 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 nee. Wo ist die? Wo ist die? Hallo, ich sehe die nicht. Oh, Junge, Junge, ich hoffe wirklich, die ICR wird nicht weiter genervt. Ach, übrigens, Leute, hier vom Event her. Die komischen Lowstreaks. Dings hier voll verarscht worden. Also schon ein paar Epics gezogen. Was habe ich denn gezogen? Ja, ihr seht es in dem Screenshot. Dann habe ich hier den Glitch. Wieso glitcht man denn hier immer, ey? Das nervt so krass. So unnötig einfach. Ja, okay, also was hatten wir? Wir hatten am Anfang eine Domination. Wir hatten die Runde bei Shake, wo ich aber glaube, denke ich, nicht so viel reinschneiden werde, weil es einfach ein bisschen langweilig war. Trotzdem, Grüße gehen raus an Shake, richtiger Ehrenmann, auf jeden Fall Twitch-Link abchecken. Oh, und im Dunkeln, Leute, im Dunkeln ist der Skin so geil. Guck mal hier, so im dunklen Eck. Crispy, wirklich crispy. War ne, okay, auch wie ich auf Krampf einfach rechtfertigen muss, dass ich viel zu viel Geld ausgegeben habe, auch geil. Komm, wir machen so einen richtig krassen Back-Alley-Rush. Zack, in Headglitch rein. Hier mal den ersten direkt abgrasen, fast gestorben, aber egal, trotzdem immer so auf so cool tun, als hätte man alles so richtig unter Kontrolle. Es ist halt einfach so TDM, ne? Man checkt halt absolut gar nichts mehr, wo irgendjemand irgendwo herkommt. Das ist der Typ mit seiner Car. Oh, lecker.
schade. So, jetzt spawnen die wahrscheinlich wieder hier. So. Ja, da oben chillt einer. Oh Gott, Mann, irgendwie hasse ich TDM. Ich weiß nicht, es war die ganze Zeit richtig in meinem Modus. Aber manchmal geht es einem schon echt mies auf den Eumel. Ja, und dann halt sowas, ne? Ah, es sind diese dummen Kacktode. Oh, bitte nicht gucken. Kuss. Oh, wieso bin ich immer so weak? Ich bin einfach immer ein Gunfight, ich bin komplett rot. Oh, die Runde, Freunde! Ah, oh, nee, ich pushe jetzt nichts. Ich pushe jetzt sicherlich nichts. Dröhnchen raus. Ja, und tot. Egal, Leute, egal. Die Runde ist sehr lecker. Da haben wir gute Clips. Ja, und auch den hier. Oh, fuck, meine Spülmaschine piepst. Oh, halt's Maul. Nein, hör auf zu piepsen, Junge. Okay, warte, ich mach die kurz aus. Ja, ist gut. Yo, was auch, Junge, das ist schon echt richtig psychomäßig. Und Leute, wir haben das Ding gerockt. Sehr, sehr schöne Runde nochmal zum Abschluss. Und ja, ich hoffe natürlich, das Video hat euch wie immer gefallen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.